Buongiorno und willkommen bei einer neuen Folge von Grillcoach Gerrit. Heute zeige ich euch ein Schichtfleisch. Ja, nicht irgendeins, ihr habt sicherlich schon hunderte gesehen. Ich mache mit euch heute ein Schaschlik-Schichtfleisch. Meine ganz andere Variante habe ich so auch noch nicht auf YouTube gesehen. Seid gespannt. Ich verwende auch meinen eigenen Rapp und meine Soße, die ich euch auch schon gezeigt habe. Wenn ihr darauf Lust habt, dann bleibt dran. Die Zubereitung, die mache ich natürlich wieder stilgerecht im Dutch Oven, ne? Aber aufgrund des Nieselwetters und so weiter machen wir gleich die Zutaten und die Vorbereitung in der Küche, also folgt mir. Für unser Schaschlik-Schichtfleisch verwenden wir heute an Zutaten folgende Sachen. Zwiebeln, ich habe hier Gemüsezwiebel aufgeschnitten, ne, so richtig schön dick. Dann Paprika, möglichst auch so flächig aufschneiden, ne, so wie das geht. Also jetzt nicht in dünnen Streifen oder dergleichen, weil wir brauchen dann so Stückchen. Dann ordentlich Bacon, da bin ich mal gespannt, wie viel ich brauche für den Dutch Oven. Bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber das werden wir sehen. Und dann habe ich hier schönen Nacken aufgeschnitten. Ne, Freunde, den habe ich gestern schon vorbereitet. Das blende ich euch jetzt nur kurz mal ein. Ein Tag zurück, Freunde. Ich habe jetzt hier meinen ausgelösten Schweinenacken. Das sind gut 1,8 Kilo. Den schaue ich mir nochmal an. Hier vorne sowas, das trimme ich mir nochmal weg. Ne, so ein teigiges Fett. Guck auch nochmal, dass nicht irgendwo noch Splitterreste oder sowas da sind. Das weiche Fett, das kann man natürlich lassen. Hier ist noch ein bisschen Knochen. So, Freunde, das sollte genügen. Ja, dann wird er erstmal in feine Scheiben aufgeschnitten. So einen halben Zentimeter Dicke. So ungefähr. Das mache ich jetzt erstmal mit dem ganzen Nacken. Aufgeschnitten ist er. Dann nehme ich mir hier meine Schale. Mein Gewürz aus dem Video, was ich euch hier oben einblende, also mein selbstgemachtes Schaschlik-Gewürz. Richtig gut. Ja, und dann könnt ihr euch vorstellen, werde ich jetzt das Fleisch natürlich einmal vorwürzen. Mein Fleisch ist eingepudert. Das waren insgesamt 48 Gramm an Gewürz. Ich denke mal, gute 30 Gramm haben wir jetzt gebraucht. 35 vielleicht. Das Fleisch werde ich für die Nacht jetzt einmal kühl stellen. Ja. Und im nächsten Schnitt sind wir am nächsten Tag. Dann brauchen wir auch eine schöne Schaschlik-Soße. Ich habe hier meine eigene, die ich selber gemacht habe. Relativ simpel. Ich blende euch das Video oben mal ein. Ja, und das Ganze machen wir heute im FT4.5 von Petromax. Für die Befüllung von unserem Dutch Oven. Da haben wir ja einmal das beste Backpapier der Welt, ne, den Bacon. Ja, und den legen wir uns mal so aus, dass wir am Ende ja noch was über haben, dass wir nachher klappen können. So, das mache ich jetzt mal. Immer so von der Mitte in Richtung Außen. So, unser Dutch Oven ist schön bestückt. Hab noch ein paar über. Wir brauchen ungefähr knapp 30 Scheiben, habe ich gerade berechnet. Schräg auf den rauf. Denn wir werden jetzt erstmal von unten nach oben ja, stopfen. Fangen wir mal mit Fleisch an. Zwiebel. Paprika. Jetzt seht ihr auch, warum ich diese Form habe. Ordentlich mal damit zwischen. Oh, Freunde, das Fleisch ist richtig gut durchgezogen. Wie gesagt, ihr müsst das nicht einen Tag vorher würzen, aber Freunde, schlechter wird es dadurch nicht. Es riecht fantastisch, sage ich euch. Die Zwiebeln sind quasi auch der feuchte Regulator, genauso wie die Paprika. Ne, aber wir werden gar nicht so viel Feuchtigkeit reingeben sonst. Das werdet ihr dann sehen. Es wird aber reichlich Feuchtigkeit nachher drin sein. So, wenn es ein bisschen enger werden sollte, ein bisschen quetschen. Da
passt einiges rein. Ne? Seht ihr, mit ordentlich bisschen Zug und Druck kriegen wir hier schon alles irgendwie rein. Also die Mengen, die ich jetzt hier verwendet habe, die könnt ihr unten in der Videobeschreibung lesen. Wisst ihr ungefähr, was in so ein 4-5er reinpasst? Ne? Wir haben jetzt auch alles drin. Dann kommt meine Soße. Die verteile ich jetzt hier so ein bisschen oben drauf. Meine leckere Schaschlik-Soße. So, und die Restwürze, die gebe ich jetzt hier auch noch mal mit rein. Das gibt sicherlich keinen Schaden. So, haben wir alles verbraucht. Dann schlage ich mir jetzt den Bacon um. Das Ganze wird sich noch gut vermischen, keine Sorge, weil ja das Ganze Flüssigkeit erzeugt und dann quasi schön im eigenen Saft garen darf. Und meinen restlichen Bacon, den platziere ich mir dann noch hier oben drüber. Und dann haben wir auch alles dicht und alles verbraucht. Und werden damit gleich nach draußen an meine Dutch Oven Station gehen. Ja, ich bin nun an meinem Dutch Oven Tisch. Die Kohle ist gezündet. Ich nutze heute ungefähr 20 Briketts. Das sind so eine Mini-Briketts. Das ist noch so ein Werbegeschenk. Hab hier meinen Dutch Oven. Ja, und wir werden ein Drittel unter dem Dutch Oven platzieren und ungefähr zwei Drittel oben. Also ungefähr 7 unten, 13 oben. Setze ich mir die hier oben mal drauf. Das ist natürlich abhängig auch von eurer Kohle. Das sind jetzt auch nur so Schätzwerte. Ungefähr 180 bis 200 Grad wollen wir haben. Ihr könnt das Ganze natürlich auch im Gasgrill machen, so auf 180 bis 200 Grad oder sogar im Backofen, ne? Dann habt ihr jedenfalls nicht so ein Wetterproblem wie ich heute, aber Leute, wenn es draußen geht, dann mache ich auch das draußen. Jetzt habe ich noch ungefähr 7 unten. Ja, und dann setze ich mir meinen Dutch Oven mal auf die Glut. Das Schöne bei diesen kleinen Briketts ist, dass die natürlich super unter den Dutch Oven passen und auch Luft kriegen. Das Ganze braucht jetzt ungefähr 2,5 bis 3 Stunden. Ich bin echt gespannt, ob die Kohle reicht. Ich gehe aber davon aus, dass ich so nach 2 Stunden nochmal nachlegen muss. Zeitsprung, Freunde. 1,5 Stunden später. Jetzt sieht der Topf so aus. Na, ihr seht noch nicht viel, aber es riecht schon mal richtig geil. Gucke ich mal so ein bisschen, wie die Briketts aussehen. Ja, also die gehen dem Ende entgegen, aber haben eigentlich ganz gut gehalten. Ich habe schon vorgesorgt, habe hier jetzt nochmal wieder 20 von den Briketts. Die werde ich gleich zünden. Aber nichtsdestotrotz, Freunde, wollen wir mal reingucken, wie es aussieht. Blubbern tut schon ganz gut. Flüssigkeit absolut ausreichend. Wie gesagt, ich zünde jetzt nochmal einmal die Briketts. Deckel wieder drauf. Ich zünde die anderen Briketts. Die werde ich gleich tauschen. So, und in einer Stunde ungefähr. Dann sehen wir uns gemeinsam hier wieder. So, Freunde, nochmal ungefähr 1,5 Stunden später. Müsste fertig sein. Wir schauen uns das jetzt an. Kohlen habe ich nochmal nachgelegt, wie versprochen. Es rockt im Topf. Boah, ich glaube, das sieht gut aus, Freunde. Ich schaue mal einmal nach, ob das Fleisch auch weich ist. Ja. Probiere ich gleich mal so. Ich würde sagen, der ist fertig. Dann geht es jetzt gleich rüber an den Tisch. Da werden wir uns schön ein Tellerchen bauen. Ich habe heute Schrippen dazu. Das werdet ihr gleich sehen. Und dann wird mal richtig probiert. Wie gesagt, hier schon mal ein Brötchen. Und dann werde ich mir mal hier mit einer Zange aber schönes rausnehmen. Bisschen Bacon natürlich. Gucken wir mal, was wir hier so rausfischen können. Seht ihr das? Oh, hier haben wir ein schönes Stück Fleisch. Aber ein bisschen Zwiebel darf auch nicht fehlen. Ich für euch. Also auch so kann man ein Schichtfleisch machen, Freunde. Schmeckt wirklich wie Schaschlik, hat natürlich auch ordentlich Gewürze dran. Richtig lecker, Freunde. Richtig gut. Also,
Muss ich noch mal kurz ein bisschen die Zwiebeln probieren hier tatsächlich. Wie die sich jetzt aufgesaugt haben. Boah, richtig geil. Vorne sehe ich noch Paprika, die muss mal ran hier. Ja, die haben sich auch noch nicht komplett aufgelöst. Ist das heiß, Leute. Ist das heiß. Ja, und ein bisschen Speck hier nochmal probieren. Oh, Freunde, der sieht geil aus, oder? Ja, wir freuen uns jetzt schon, uns das genehmigen zu dürfen. Unsere Freunde sind auch da. Also ich esse den Topf jetzt nicht alleine, obwohl, ja, nein, mache ich nicht. Wenn ihr das nicht so im Brötchen möchtet, wie wir das auf die Faust machen, Reis passt super dazu, Nudeln vielleicht nicht, aber vielleicht auch Kartoffeln. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben, auch wenn es nur ein Schichtfleisch ist, Freunde. Habe ich übrigens noch nie bei mir auf dem Kanal gehabt. Schreibt mal unten einen Kommentar rein, ob euch sowas gefällt oder wie euer favorisiertes Schichtfleisch ist. Ja, und falls das noch nicht sein, würde ich mich hier vorne über ein Abo von euch freuen. Und auf der Seite blende ich euch zwei weitere Videos zum Weitergucken ein. Oh, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich muss essen und bin weg. Ciao, Freunde. Bis nächste Woche Mittwoch.